Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um das Thema Kaninchen an die Transportbox gewöhnen, also quasi Boxentraining mit denen zu machen. Und dann wünsche ich euch mit dem Video ganz viel Spaß. Let's go! Früher oder später muss jedes Kaninchen einmal transportiert werden, sei es zum Tierarzt, wegen einem Umzug oder auch vom Stall in den Auslauf, falls dieser nicht am Stall angrenzt. Aus diesem Grund sollte man seine Kaninchen auch an die Transportbox gewöhnen, also quasi Boxentraining mit ihnen machen, um ihnen die Angst vor der Box zu nehmen und um sich das Ganze als Halter auch einfacher zu machen, wenn man die Tiere einfangen muss. Transportboxen gibt es in den verschiedensten Varianten und Größen und ich erkläre im Video, worauf zu achten ist und was wichtig ist. Kommen wir zuerst zu der Frage, wie groß sollte die Transportbox sein? Die Box muss groß genug sein, sodass das Kaninchen aufrecht drin sitzen kann, sich umdrehen kann und auch hinlegen kann. Am besten ist es auch, wenn man die Kaninchen zu zweit transportiert, so fühlen sie sich nicht alleine und haben auch weniger Angst. Dementsprechend groß muss die Box dann aber auch sein. Jetzt noch zur Variante, welche gibt es und welche ist am besten geeignet? Transportboxen gibt es mit Öffnung nach oben oder Öffnung an der Seite oder auch mit beiden in einem. Die seitliche Öffnung ist gut für die Kaninchen, da sie dort selbstständig in die Box reinhoppeln können. Für den Tierarzt ist es allerdings besser, das Kaninchen von oben aus der Box zu heben und daher ist eine Box mit seitlicher Öffnung und Öffnungsmöglichkeiten nach oben am besten geeignet. Dann zeige ich euch kurz mal, welche Transportboxen ich habe. Ich habe hier einmal die Capri in klein und die Capri mittelgroß. Ich finde die eigentlich ganz gut. Die Kaninchen können da seitlich ganz gut reinhoppeln. Und wenn ich beim Tierarzt bin, dann macht der Tierarzt seitlich diese Klappen auf und kann dann das Oberteil der Box ganz leicht abnehmen und das Kaninchen dann ganz easy aus der Box rausheben. Ich bin echt zufrieden damit. Als Unterlage eignet sich eine rutschfeste Decke, ein Handtuch oder ein kleiner Teppich oder irgendwas ähnliches. Aber man sollte darauf achten, dass die ganzen Sachen keine Maschen haben, wo die Kaninchen dann mit den Krallen sich einhängen können und daran verletzen können. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Kaninchen so zur Transportbox stehen, ob die da freiwillig reingehen oder ob die Angst davor haben, beziehungsweise ob ihr vielleicht sogar schon das Boxentraining geübt habt mit euren Kaninchen. Also schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Training und zwar, wie gewöhnt man die Kaninchen an die Transportbox? Ich sage euch jetzt einfach Schritt für Schritt, wie man das Ganze am besten macht. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit Schritt 1 und zwar Kennenlernen der Box. Zuallererst müssen die Kaninchen die Box kennenlernen, sodass sie die Angst davor verlieren und die Transportbox ihnen auch nicht mehr fremd ist. Dafür kann man die Box ganz einfach mit ins Gehege stellen und mit Futter interessant machen, also entweder mit Leckerlis oder irgendeinem anderen Futter, wo die Kaninchen halt gerne mögen. Die Tür für den Anfang entfernen, sodass diese nicht zugehen kann oder auch nicht von einem anderen Kaninchen zugestupst wird. Und wenn sich die Kaninchen dann an die Box gewöhnt haben und auch drinnen wohlfühlen und sicher fühlen, kann man dann zum nächsten Schritt übergehen. Schritt 2, die Türe kurz schließen. Jetzt kann man die Türe wieder ranmachen und jeweils für ein paar Sekunden schließen, wenn die Kaninchen reingehoppelt sind. Dann das Kaninchen mit Leckerlis oder wie gesagt ganz normalem Futter, das es gerne mag, belohnen und es auch wieder rauslassen. Klappt auch das nach mehrmaligen Wiederholen, über einen längeren Zeitraum kann man dann zu Schritt 3 übergehen. Schritt 3 ist dann das Transportbox anheben. Nachdem das Kaninchen die Box kennengelernt hat und auch weiß, dass es nicht schlimm ist, wenn die Tür zugemacht wird, kann man das Transportieren üben. Dafür die Kaninchen wieder in die Box hoppeln lassen und wie davor geübt eben die Türe schließen. Und dann kommt auch schon das Neue für die Tiere und zwar das Anheben. Dafür die Transportbox für kurze Zeit einfach hochheben und dann eben auch wieder abstellen, die Kaninchen belohnen und sie wieder aus der Box hoppeln lassen. Und genau als letztes kommen wir dann zu Schritt 4 und zwar wiederholen ist wichtig. Das Training sollte man regelmäßig mit den Kaninchen wiederholen, sodass sie die Transportbox in Erinnerung halten und nicht wieder Angst davor bekommen. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Üben. Und dann sage ich Tschüss, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal.